Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Pokémon-Kampf. Heute gegen Buffy mit einem interessanten Team und auf meiner Seite wieder mal mit einem neuen Kämpfer. Welches Pokémon das sein wird, seid gespannt, denn wir sehen uns jetzt erstmal den Kampf gemeinsam an. Viel Spaß und los geht's! Buffy fordert dich heraus. Okay, lass uns kämpfen! Ich starte mit meinem Bisaflor, kennt man mittlerweile ziemlich gut. Und auf der anderen Seite sehen wir ein Arcani. Eigentlich kein besonders guter Start für mich, aber wenn Bisaflor zu Mega Bisaflor wird, ist das Element Feuer nicht mehr so eine Bedrohung. Und genau mit diesem Hintergedanken habe ich auch gespielt. Bisaflor entwickelt sich zu Mega Bisaflor, zu unserem blumigen Panzer. Und jetzt bin ich gespannt, was Arcani machen will. Okay, erstmal folgt eine Z-Attacke. Und die sollte man dann schon nicht unterschätzen. Ich nehme mal an, es wird vom Typ Feuer sein. Ja, dynamische Maxi-Flamme. Sollte man dann doch nicht unterschätzen, aber dank der Fähigkeit von Mega Bisaflor wird es kein One-Hit werden. Aber es wird wehtun. Okay, nicht die Hälfte, gut. Das war in Ordnung und Mega Bisaflor kann mit der Matschbombe angreifen, die doch mehr als die Hälfte von Arcanis LP abziehen. Als nächstes kommt der Flammenwurf, auch der nicht weiter wild. Aber langsam aber sicher, es war ein Crit, langsam aber sicher kommt Bisaflor in Bedrängnis. Und gut, dass ich auf Synthese gesetzt habe, denn mit dem nächsten Angriff wird Arcani besiegt werden. Und deswegen habe ich gehofft, dass ich Mega Bisaflor noch ein bisschen hochheilen kann, bevor ich mit Arcani Schluss mache. Ja, und solange kein Volltreffer mehr kommt, es war natürlich wieder einer. Es war ein bisschen Pech, aber sei es drum, Pech gehört dazu. Auf jeden Fall, Arcani war weg und das war schon mal ein guter Anfang. Als nächstes haben wir Vulnona. Um genau zu sein, Alola Vulnona. Hm. Das mit dem Blizzard angreift, das auch ziemlich schmerzhaft gewesen wäre für Mega Bisaflor. Aber ging zum Glück daneben und mit der Matschbombe kann auch Alola Vulnona besiegt werden. Nummer 3 ist Katagami, die Ultra-Bestie. Okay, mit denen habe ich leider überhaupt keine Erfahrung, muss ich sagen. Und ja, das war kein besonders starker Angriff, aber Bisaflor schreckt zurück. Und das hat mir dann überhaupt nicht wirklich gefallen. Katagami ist auch ein ziemlich kleines Pokémon, muss man sagen. Und ja, ich konnte jetzt zum Glück nochmal mit dem Gigasauger angreifen, um wenigstens ein bisschen KP wieder gut schreiben zu lassen. Ich hätte wohl besser mit Synthese weitergemacht, denn der nächste Luftschnitt dürfte es gewesen sein für Mega Bisaflor. Ja, so ist es, aber ja, schade, aber sei es drum, Mega Bisaflor hat gute Arbeit geleistet. Leider bekommt jetzt Katagami den besten Boost und der Angriff steigt, was nicht cool war. So, aber nun sehen wir unser neuestes Kämpfermitglied, Vermicula. Und das greift an und gleich zu Beginn verkackt es erstmal seinen Angriff. Ist das nicht fantastisch? Ja, mit seiner Fähigkeit ist es leider so, dass eine Attacke oft daneben gehen kann. Aber wenn es dann trifft, dann macht es guten Damage. Leider reicht es diesmal nicht aus, um Katagami zu besiegen und der nächste Angriff kommt. Aber auch dem können wir standhalten. Und Aeroas, das zum Glück immer trifft, dürfte Katagami besiegen. Jawohl, und das war's mit Pokémon Nummer 3 von Buffy. Inu soll das nächste Pokémon sein, was ist ein Wolverock in der Nachtform. Gut, Eisenschädel von Vermicula. Und perfekt, fantastisch. Gute Arbeit, Vermicula, fantastisch. Pokémon Nummer 5 ist ein Pandagro, ja, dessen Namen mir immer ein bisschen entfällt, muss ich sagen. Aber zum Glück steht es ja da. Und Aeroas von Vermicula dürfte guten Damage machen, allerdings es wird nicht reichen. Nee, tut es nicht. Und deswegen kommt jetzt Pandagro noch zum Angriff. Und es reicht aber nicht, um Vermicula zu besiegen. Leider wird mein Pokémon gewechselt. Und Ditto soll es sein. Naja gut, warum nicht, warum nicht? Ditto wird natürlich direkt zu Pandagro. Und wir wissen, unser Ditto ist schneller als sein Gegenüber. Und ja, der Überwurf war so ungefähr das Beste, was ich da zur Verfügung hatte. Deswegen, ja, belassen wir es dabei.
So, 5 Pokémon besiegt und es bleibt noch eines, das da sein wird. Das Ultra-Bestienvieh Maskito. Das mir ein bisschen Angst gemacht hat, aber wir stehen ziemlich gut da. Und das Problem war jetzt, dass Maskito schneller ist als mein Ditto. Das konnte ich natürlich überhaupt nicht gebrauchen. Und deswegen habe ich auch ausgewechselt und in den Kampf geschickt Frostdaddy. Da eine mögliche Kampfattacke keine Wirkung hat. Genau wie hier. Fantastisch. Gut, alles klar. Frostdaddy ist schneller, setzt die Psychokinese ein und kann Maskito ziemlich viel Damage machen. Es reicht sogar aus, um es zu besiegen. Und ja, ich glaube, das war's. Ja, du besiegst Buffy. Gut, das ging relativ gut von der Hand. Buffy, ein cooles Team. 2 Ultrabestien sind okay. Der Rest, normale Pokémon, gefällt mir. Daumen hoch. Und wie gesagt, auf meiner Seite habt ihr Fermicooler zum ersten Mal im Kampf gesehen. Freut mich. Okay, Buffy, ich sage vielen Dank für diesen Kampf und euch Leute vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!